Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Quantum Columndrum. Wir sind hier still in the safe room mit dem Namen, wir haben ja keine Zeit. Und das hat im letzten Part sogar wirklich hingehauen, weil Zeit, das war genau das, was ich im letzten Part nicht mehr hatte. So, jetzt muss ich mir auch mal überlegen, wie man das hier besser macht. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal gleich die Zeitlupe anmachen. Und mir vielleicht gleich mal so eine Kiste nehmen. Komm her, greif die Kiste. Okay, die haben wir schon mal ergriffen. Und wo sind die anderen? Da ist die zweite, die dritte. Gut, und jetzt muss ich da irgendwie gechillt drauf springen. Auf den Safe. Okay, das lief doch schon mal gut. Ah, ich glaube, das war nichts, oder? Wo ist Kiste Nummer 2? Nein. Fuck, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, ich Depp. Und bin natürlich auch gleich gestorben. Tja. Dafür werden wir niemals zusehen müssen, wie deine Lieblingsserie aus einer Kindheit... Okay. Wenn er das meint. Na gut. Das ist ja komisch. Vielleicht produziere ich mir einfach ein paar Kisten, sammle die ein und mache die mit jedem Mal einzeln rüber. Travel safely. Fick dich, bitte. Bitte fick dich. Komm her. So, ich werde die jetzt einfach mal einzeln rüberschleppen. Keine Ahnung, ob das im Sinne des Erfinders ist, aber es ist im Sinne meiner Lösung. Kiste Nummer 1. Waren es nur noch 4. Haben es noch irgendwelche anderen Kisten rüber geschafft? Nein. Schade. Ja, ich komme auf diesen Safe immer nicht drauf. Mann, dieses Spiel ist anstrengend. So. Das Gute ist, ich kann mir hier wenigstens unendlich viele Kisten cheaten. Das ist auf jeden Fall schon mal praktisch. Na komm, hier, produzieren wir mal einen Safe, damit ich da mal drauf kann. Alles klar. Komm her. So. Komm her. What's that saying? It's like wrangling cats. Ich hab keine Ahnung, was du da laberst. Ist mir auch egal. Wo ist denn die vierte? Da. Schmeiß die jetzt einfach mal alle rüber. So, mal gucken, ob die rüberkommen. Ja. Ich hab keine Ahnung, warum ich jetzt nochmal die Dimension gewechselt habe. So, und jetzt muss ich nur noch da rüberkommen. Ah, ist klar. Gut, haben wir es doch irgendwie geschafft. Die Lösung war ja an sich doch ganz easy. Man muss nur ganz kurz die Ruhe bewahren und das mal sich genauer angucken, ne? So. Jetzt die hier noch alle drauf, auf Heavy schalten. Und fertig ist die Scheiße. Hey, guck mal, das Ike. I had this portrait of myself and Ike commissioned before we began time travel in the mid-70s. Time traveling was certainly all the rage back then, at least among the more scientific circles. One of our colleagues used to throw the most amazing costume parties. And you know, you just can't beat the real thing. Okay. Ich habe jetzt nicht so genau zugehört. Ich habe jetzt eigentlich bei Time Travel irgendwie auf eine Anspielung auf Back to the Future gehofft, aber kam nicht. Und hier haben wir noch diese radioaktive Scheiße. Verdammt. Oh, guck mal, wo er gerade von Kostümpartys regnet. The only legal way to hunt tigers is to travel back in time to do it. Not that I would recommend doing as such. Interestingly enough, I have a hypothesis that the only reason tigers are about to go extinct is because people are going back in time and shooting them. Und das ergibt Sinn. Überhaupt, die sind nur deswegen vom Aussterben bedroht, weil Leute auf sie schießen. Ob sie das jetzt tun oder später tun, ist mir egal. Für nur 1 Euro im Monat könnt ihr die Tiger vor dem Aussterben bewahren. Habe ich mal irgendwann in irgendeiner Fernsehwerbung gehört. Egal. So, weiter geht's. Nächste Rätselkammer. Mit 5 Türmen. Okay, 5 Türme. Du solltest mal was an deinem Dach machen. Das ist ziemlich kaputt. I made the first prototype when I was your age. I haven't had the heart to change the design. Lol. Okay.
Okay. Das muss ich mir mal von oben ansehen. Gut, da mal ein Batteriefachhalterungsdöns. Guck mal, Tiger. Das sieht auch lustig aus. Wenn wir hier auf Zeitlupe schalten. That portrait is my great uncle Worthington Blunderbuss Quadrangle. He had a particular fondness for the enormous. Probably why he was so interested in Africa. Kann gut sein, ja. Alles klar, so, ich muss mir jetzt mal umsehen. Hier ist der Laser, da kommen die Saves, da hinten ist so ein Vieh. Und ich muss da vermutlich rüber. There should be an IDS battery on the other side of the fan. Should be, yes? Okay. Und da komme ich nicht rüber. Wo ist hier ein IDS-Panel? Ah, da. Komm ich da hin? Oh, 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 nicht, dass mir das Vieh jetzt hier abschießt. Puh, Gott sei Dank, Schwein gehabt. Wie komme ich denn da rüber? Mit den Biestern hier vielleicht? Wartet mal, wartet mal. So, wie kippen die denn um? Mal gucken. Das könnte klappen, wenn ich die hier irgendwie abpasse und dann genau jetzt rüberspringe und mir die Battery hole. Und hier ist unten Gang. Might I recommend a detour? Ja, Umweg wär gut, ja, das wäre besser. Machst du Tür hier auf? Dankeschön. So, okay, haben wir schon mal eine Battery. Ich nehme auch stark an, dass die jetzt bestimmt für irgendwas gut ist. Heavy Dimension! Das wusste ich schon an der Farbe. Alles klar, so. Jetzt kann der Laser die Dinger mal am Arsch lecken. Ah, guck da mal, guck da mal, guck da mal. Ich habe eine Idee, aber dummerweise muss ich da jetzt auf den nächsten Zug warten. Und ich glaube, ich weiß auch, wie ich da hinten an das Ding rankomme. Das sollte nämlich relativ easy sein. Mal aber abwarten, ne? Checkpoint gespeichert. Das ist doch schon mal super. Das kommt mir jetzt gerade recht. So. Muss aber ein paar Saves erstmal kaputt machen. So, den Rest lässt du bitte auf Heavy. Das nehmen wir dann zurecht, so. Ach, toll. So viel zum Thema. Ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Boah, hab ich schon mal gesagt, wie ich das hasse, dass die Dinger so hässlich den Stick und so von PlayStation. Ah ja, danke. Oh, oh, ich schaff's noch. Ich schaff's noch, wait for it. Also ich könnte mit dem Ding kein anspruchsvollen anderes Spiel spielen. It's like having your own personal zoo. Children like zoos, right? Ja. Denk mal schon, ja. Aber ich mach das hier auch mal auf Zeitlupe, damit ich nochmal Zeit habe, damit ich nochmal warten muss. Nee, warte mal, ich muss ja gar nicht warten, ne? Ich muss ja gar nicht warten. Ganz im Gegenteil. Das heißt, ich muss schon warten, aber wartet mal. So, jetzt müsste das hier erstmal alles auf schwer geschaltet werden. Dann kommt der Laser, macht alles kaputt. Also, beziehungsweise, er würde es gerne, aber er schaut es nicht. Was ist das eigentlich für eine komische Abteilung hier? Warum werden hier Saves konsequent vernichtet? Ist das hier ein Vernichtungslager für Saves oder was? Finde ich nicht gut. Sowas unterstütze ich nicht. Vernichtungslager für Saves. So. Wenn das hier umgibt, schalten wir wieder auf Zeitlupe. Damit wir da dann rüberkommen. So. Ah, ich häng hier fest. Verdammt, ich häng hier fest. Ah. Verdammt, ich... Nein. Ich häng hier fest. Scheiße. Verdammte Scheiße. Jetzt werde ich niemals die frische Luft eines neuen Frühlingsmorgens schmecken. Ja, schon gar nicht, wenn das hier ewig Winter bleibt, wird Deutschland, ne? Ist das Vieh da hinten trotzdem eingesammelt? Alles klar. Alter, jetzt fällt das einfach so runter, ne? Das ist ja jetzt schon ärgerlich. Naja, wir haben ja nicht so viel verpasst. Wir müssen halt nur noch mal kurz abwarten. Bis das Vieh hier durch ist. So, und jetzt abwarten, 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 abwarten. So, und jetzt da drauf und jetzt geht's. Falling could be such a peaceful experience. Who knows? Oh, guck mal, da hinten hängen die Saves fest.
Das ist ja auch gut. Jetzt muss ich glatt mal abwarten, was passiert, wenn da die nächsten Saves kommen, weil das denn. Okay, es löst sich auf. Haben die Entwickler dran gedacht, an solche Bugs. Schade. Wäre lustig geworden, wenn irgendwie die anderen Saves gegen geknallt werden oder sowas. Das wäre lustig. Guck mal, da ist noch so ein Typ. Our time travels took us to feudal Japan, where they took a rather strong liking to Ike. I hope introducing them to a small, cute, fluffy creature somehow didn't alter the present. Ja. Ah, there's a ninja in this painting. You just can't see him. Was, ernsthaft? Wo ist dann Ninja? Ich sehe keinen. Ach sehr, der sagt, ich kann ihn nicht sehen. Das müsste man mal auf Zeitlupe schalten können, ob er dann zu sehen ist. Das wäre lustig. So, weiter an radioaktiver Scheiße vorbei. Und da ist noch ein Bild, guck mal. Was ist, wo sind denn jetzt? Ike and I traveled back in time once to find the fabled lost city of gold. We never did find it. And to be honest, the lost cities of bronze and silver really weren't that impressive. Could have been worse, I suppose. Ja. Wer malt diese Bilder eigentlich? Habe ich mich schon mal gefragt, ne? Die Texturen sind eigentlich relativ okay, ne? Wenn man mal so ganz nah rangeht. Ist halt so ein Bild muss unscharf sein. Und hier, das hat auch so eine schöne Bildstruktur. Wenn man mal guckt, oh, das ist schon schön. Ist nicht perfekt, aber es ist schön. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob Quantum Columna auf der PlayStation 3 auch nativ mit 1080p dargestellt wird. Es gibt ja ein paar PlayStation Arcade-Spiele, die ja nativ mit 1080p dargestellt werden. Oder hochgerechnet, oder? Nein, es steht zumindest 1080p auf der Packung. Es wird ja meistens hochskaliert auf 1080p, aber es gibt auch welche, die nativ laufen. Ah, auf Quantum Columna dazugehört, dann hätte man das Let's Play auch in 1080p machen können, ne? Obwohl, ich kann Konsolen nicht schön in 1080p aufnehmen, da reicht meine AvaMedia nicht für. So, Block Party der Roboter. Okay, Leute. So, wir haben Zeitlupe und Schwierig. Oh, guck mal. Okay. Hey, das war so ein Zeitlupenstrahl oder was war das? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was hier zu tun ist. Ich gucke jetzt erstmal, was hier ist. Hä? Okay. Ach, guck mal, hier brauche ich ganz offensichtlich zwei Knöpfe da dann. Keep an eye on that activation beam. Ja, weiß ich, danke. Und abfangen. Gut. Während der da noch fliegt, können wir den anderen ja noch bequem auf die Platte stellen, ne? So. Schwucken die jetzt eigentlich neu aus? Nö. Oh, hier kommen neue Viecher. Die jetzt aus irgendeinem Grund Saves machen, okay. Kommen die dauerhaft? Ja, die kommen dauerhaft. Dann kann ich mal kurz gucken, was hier eigentlich passiert. Wenn die hier nämlich mit Zeug. Ah, die nehmen den armen Roboter mit. So, jetzt muss ich, glaube ich, hier wieder die Dinger abfangen. Wait for it. Damit die den armen Roboter durchlassen. You really ought to stay out of their way. Ja, hast du recht. Da hast du recht. So. Alles klar. Hui, das war eng. So, und jetzt komme ich da bestimmt irgendwie rüber oder so. So, machen wir das mal in Zeitlupe wieder. Ja, der kippt wieder um, der Arme. Der arme Drop. Ey, da fällt das ja auch noch. Warum ist denn da jetzt ein Würfel? Wo kommt denn der her? Ach, soll mir gleich sein. So, komm. Fall nicht so lahmarschig hier. Wo sind wir denn? Zeitlupen-Wunderland? Wow, das war eng. Oh, ich glaube, das wird nichts.
Ja, das wurde nichts, verdammt. Verdammt und zugenäht. Ach ja. Naja, ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja hier nochmal den Versuch. Und jetzt ab. Ah, okay, so geht das. Der Roboter fällt einfach noch schneller runter. Das ist gut zu wissen. So, okay. Jetzt kommen wir hier nach oben und hier haben wir eine Batterie. Ah, und hier ist Ike. Hallo, Ike. Na, Ike. Ist klar, gibst du mir die? Ja, ich brauch die. Guck nicht so doof. Guck mich nicht so böse an. So. Wofür brauche ich jetzt das Soft? Muss ich da rüber? Keine Ahnung, was ich jetzt tun muss, deswegen gehe ich erstmal hier nach hinten und sehe mich mal um. So. Ah, ich muss allen Anschein nach über die Todesbrühe. Gut, dann weiß ich aber auch, wie ich das mache. Und zwar holen wir uns dafür erstmal einen neuen Roboter mit einem Safe. Das sollte nicht so kompliziert sein. Die kommen ja hier freiwillig angelaufen. Komm, komm, ich brauche das Ding. Schnell. Alles klar, habe ich. Gut, mit dem könnt ihr machen, was ihr wollt mit dem Roboter. Das ist mir herzlichst. So, und wir springen jetzt hier noch über die Plürre. Hoffentlich wird das was. Und schnell auf Zeitlupe beschalten. Ach, ich habe darauf X gedrückt. Da, ich habe darauf X gedrückt. Da, ich habe darauf X gedrückt. Fick dich. Naja, mach was nochmal. Ist ja jetzt nicht so schwierig, das normal zu machen, ne? So. Müssen wir uns aber bloß nochmal so einen neuen Safe holen. Alter, ich habe irgendwie so ein bisschen Respekt vor den Viechern. Die mit ihren roten Augen, das sieht schon lustig aus. So, jetzt haben wir es geschafft. Alles klar, sind wir drüben. Haben wir das Level auch noch geschafft. There are clouds here. Have I mentioned that? Nein. Habe ich schon erwähnt, dass wir jetzt Pause machen? Nein? Gut. Pause.